Vielleicht ist das ein Satz, der dir auch ins Herz spricht, wie er es bei mir getan hat. Aus den schlechten Dingen, die mir passieren, mache ich irgendetwas Gutes. Wenn ihr im 7-Jahres-Kurs seid, dann wisst ihr, wir haben einen Kurs, der heißt Mentale Alchemie, ein Hörprogramm. Den würde ich rauf und runter hören. Immer wenn du Schwierigkeiten hast, hör dir das an. Wenn du glaubst, ich werde mit der Situation nicht fertig, hör dir das an. Und die Business-Formel für mentale Alchemie, die heißt Positionierung. 50 Cent hat sich positioniert. Pink, kennst du die Sängerin Pink? Die hat etwas erlebt, das hat sie als traumatisch empfunden. Im Alter von ungefähr 8 Jahren hat ihr plötzlich ein Mitschüler blitzschnell, wie das geht, weiß ich nicht, das Höschen ausgezogen unterm Kleid und entrissen. Und hat das Höschen dann so rumgewedelt. Hey, hier ist das Höschen von ihr. Und dann wurde sie knallrot und dann hat er sie auch noch ausgelacht, hat gesagt, hey, look, she's pink, she's pink, she's pink. Sie ist rosa. Sie ist rosa. Und dann hat sie gesagt, das hat mich jahrelang verfolgt. Und um das zu überkommen, um da rauszukommen aus dieser Situation, dass mich das nicht mehr klein macht, sondern mich groß macht, habe ich entschlossen, meinen Namen zu ändern in Pink. Überleg mal, wenn du aus dem Trauma deines Lebens dein Markenzeichen machen kannst, was soll dich dann noch aufhalten?